Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder mit einem neuen Opening. Ja, die Season-Herausforderungen sind jetzt am Start. Also man kann sich die 22 Herausforderungen machen und halt dann die Import- und sehr seltenen Drops gönnen. Und ja, ich öffne heute 4 Import-Drops und glaube ich 7 sehr seltene Drops und hoffe, dass wir dementsprechend was Geiles bekommen. Ja, ihr Lieben, an dieser Stelle ein fetten Dank an Ehrenspeck und Rizzards, die mir das ermöglichen. Die haben mir nämlich ihre Accounts gegeben, damit ich das auch hier machen kann. Ich habe ja in Discord einen Aufruf gestartet und wer Lust hatte, darf mich da ja gerne unterstützen und mir seinen Account geben. Ich mache es auf und das war's auch schon wieder. Vielen Dank an die zwei Boys. So, ihr Lieben, wir fucken nicht lang rum und ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Ihr wollt Rocket League Items kaufen, wisst aber nicht wo? Auf aura.com bekommt ihr alle möglichen Rocket League Items und das zu einem richtig geilen Preis. Mit dem Code AGTV könnt ihr noch zusätzlich 6% sparen und mich dabei unterstützen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, ihr Lieben, wir fangen mit Ehrenspeck an. Und zwar gucken wir jetzt hier erstmal seltener Drop. Ich bin gespannt, was er kriegt. Gut, selten ist ja meistens eh nichts Besonderes. Okay, Mondgestein. Leider nichts Gutes bekommen. Allerdings gehen wir jetzt hier auf den seltenen Drop. Hier kann es ja auch mal sein, dass es einen exotischen Drop gibt. Also exotisches Item. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass es exotisch wird, Leute. Let's go. Und er bekommt einen Import. Und bekommt hier den X-Devil MK2. Naja, immerhin etwas. Ihr kennt es ja selber, es gibt sehr seltene Items, die überhaupt nicht wert sind. Hier hast du jetzt wenigstens ein Auto, mit dem, wenn du mal Bock hast, einfach mal spielen kannst. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt geht's richtig ab. Wir haben jetzt hier nämlich den Import-Drop von Ehrenspeck. Digi, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück. Wir gehen auf Schwarzmarkt, drücken auf Ja und hoffen, dass wir jetzt was Gutes bekommen. Wir gucken rein und er bekommt nur einen Import. Hier kommt der Fennec. Nee, das sind die Triple X-Räder. Es tut mir leid, mein Guter. Leider nur die Triple X-Räder. Aber ja, ich habe ja noch 3 Drops und hoffe, dass ich da wenigstens irgendwie was Besseres bekomme. So, ihr Lieben, neues Spiel, neues Glück. Rizzard, seinen ersten Account, hat mir hier noch ein paar Drops gelassen. Sehr, sehr geil. Hier haben einen Import-Drop, 2 sehr seltene und 1 seltener Drop. Und den öffnen wir direkt und schauen mal, ob wir vielleicht irgendwas Cooles kriegen. Ich habe ja damals aus dem seltenen Drop einen titanweißen Octane bekommen. Ja, war auch richtig nice. Aber hier kriegen wir leider nur eine traurige Erdbeere. Naja, okay, weiter geht's. Wir haben 2 sehr seltene Drops. 2 Stück, ich bin gespannt, Leute. Und bekommen hier auch leider nur was sehr seltenes, aber kann ja was Gutes sein. Ein Ripper. Okay, auch richtig cool ein Auto, wo wir hier bekommen haben. Ein Ripper, auch nicht schlecht, sage ich mal. So, wir haben aber nochmal einen sehr seltenen Drop. Rizzy, ich wünsche dir viel Glück. Er bekommt hier auch wieder was sehr seltenes. Jetzt kommt hier wieder ein Auto raus, und zwar der Marauder. Okay, also 2 Autos und der Marauder sieht absolut geil aus, muss ich auf jeden Fall sagen. Richtig nice. Nicht arg viel Glück gehabt bei den sehr seltenen, aber es sind immerhin 2 Autos gewesen. Jetzt kommt der Import-Drop, auf die alle hier drauf warten, Leute. Let's go. 2. Import-Drop, Leute. Und wir bekommen hier auch wieder Import. Jetzt kommt hier das Auto und es ist Mantis Schlangenhaut. Oh mein Gott, so schlimm, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, ich hatte anfangs eigentlich immer Glück bei Openings, aber zurzeit hat mich echt das Glück verlassen. Rizzards, es tut mir leid. Auf Rizzard seinem 2. Account und jetzt gucken wir auch mal hier rein, was er hat. Er hat 9 seltene Drops. Hier einmal ein sehr seltener und einmal ein Import-Drop. Und ich öffne jetzt einfach mal für ihn die 9 seltenen Drops auf schnell. Und ja, gucken wir mal, was wir kriegen. Let's go an dieser Stelle. So, hier erstmal selten. Auch wieder was Seltenes. Oh, Burnout, auch cool. Dann bekommt er wieder was Seltenes. Und zwar leckeres Stück hier, die Pizza. 6 Stück hat er noch. Oh, sehr selten und er kriegt hier Proteus. Also heute kriegen sehr, sehr viele Autos. Richtig nice. Auch wieder Burnout. So, noch 4 Stück und er kriegt hier wieder was Seltenes. Octopus. Oh Mann, auch wieder selten. Oh, Vulkan, seltene Räder. So, hier nochmal Import jetzt aus dem sehr selten, aus dem seltenen Endo. Auch nicht schlecht, ja, immerhin. So, und dann hier nochmal einen seltenen aus dem letzten seltenen Drop, den Roadhog Eisbrecher hier, der Aufkleber. Nicht so gut. So, jetzt haben wir jetzt hier noch einen sehr seltenen Import. Wir gehen rein, Leute. Schauen hier, was er kriegt. Import aus der Selten. Hier kommt Saptarishi-Räder. Habe ich es richtig ausgesprochen? Saptarishi-Räder hier. Sehen nice aus. Unpainted aber. Naja. So, jetzt kommt's hier wieder. Wir haben Import-Drop. Diesmal bleibe ich auf dem roten hier. Vielleicht bringt das ja hier Glück. Let's go an dieser Stelle. Rizzy, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Glück. Und er bekommt exotisch
Raijin-Räder oder Raijin-Räder. Oh Mann. Ja, also ich denke, aus diesen Drops hätte man definitiv was Besseres kriegen können. Rizzy an dieser Stelle, es tut mir leid. So, Freunde, zu guter Letzt kommt mein Account dran. Also hier seht ihr, ich habe 7 sehr seltene Drops. Dann habe ich hier noch 2, die wir direkt aufmachen. Aber bei 7 Stück darf ja auch dann mal ruhig was Gutes rauskommen. Ich hoffe es so sehr. Ich werde hier auch wieder so eine One-Cut-Aufnahme machen. Hier nochmal sehr seltener Drop. Und hoffentlich bekomme ich jetzt hier was Gutes. Einhorn. Ja. Okay, die ungewöhnlich mache ich gar nicht auf. Wir gehen direkt rein. 7 sehr seltene Drops. Wenigstens mal ein exotisches dabei. Wir bekommen hier erstmal nur sehr selten. Zwar hier Merc-Aufkleber, Warlock. Nichts Besonderes. 6 Stück haben wir noch, Leute. Komm schon, Epic, gönn mir doch mal, das gibt's doch gar nicht. Ja, Dominus, Punkte Matrix, auch nichts Besonderes. Kennen wir alles schon aus meinen Openings. Und wir bekommen Import, es wird besser, es wird besser. Jetzt kommt hier ein Samurai raus, unpainted leider. 4 Stück haben wir noch. 4 Stück haben wir noch, auch wieder sehr selten. Oh, das ist Picket, hier die Räder, Picket. Ah, Leute, keine Ahnung, irgendwie bis jetzt kein Glück gehabt so richtig. Auch wieder sehr selten, jetzt kommt hier... Zadir-Lackierung. Anodized. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Ist beliebt. Ist sehr beliebt. Kann man auch, glaube ich, für 200 Credits verkaufen. Import. Willkommen, Import. Hier kommt ein Octane raus. Ich hoffe halt immer so sehr, dass wenn Octane rauskommt, dass dann halt dementsprechend ein Painted Octane rauskommt. Aber das sieht nicht so aus. Die Hoffnung habe ich schon längst verloren. Letzte sehr selten. Und wir bekommen leider auch nur sehr selten. Hier kommt der Boost Polygonal raus. Bis jetzt wieder kein Glück, Leute. Letzter Import-Drop für heute. Wir machen auf jeden Fall noch eine zweite Episode, wo wir nochmal 5 oder 6 Accounts öffnen. Und wenn du einen Account für mich hast, darfst du gerne in die Kommentare schreiben oder mich auf Discord anschreiben. Und da können wir dann alles nochmal ausmachen. Und wie gesagt, du wirst halt namentlich erwähnt. Letzter Import-Drop, Leute. Ich hoffe so sehr. Und wir bekommen Import. Jetzt kommt hier ein Octane, aber das ist Pixelfire, Leute. Und das ist unglaubliches Pech. Ja, Freunde. Wie es so ist halt in den letzten Zeiten, gönnt Epic absolut null. Und so war es heute auch wieder. Ich bin absolut enttäuscht. Und ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Wenn ihr Bock auf die zweite Episode habt, dann dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und an dieser Stelle, Leute, bin ich raus. Euer Angezockt TV.